Hallo und willkommen bei unserem Webinar What's New in Windows Server 2016 Hyper-V. Ich bin Max Kolomeitzer, Produktmanager beim Starvent Virtual Sun und heute haben wir auch Thomas Maurer, ein Cloud Architect bei IT Next GmbH und auch Microsoft MVP im Hyper-V Bereich. Und dem Thomas. Ja, guten Tag, hallo zusammen. Danke Max. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Maurer, ich bin Cloud-Architekt bei der Firma ITnetics. Wir sind fokussiert auf Microsoft Cloud- und Data-Center-Lösungen und ich bin da speziell fokussiert, alles was im Bereich Virtualisierung, Hyper-V, Storage und Networking zu tun hat, also die ganze Fabric-Stack zusammen mit System Center Virtual Machine Manager, Azure Pack und so weiter. Heute geht es um, was kommt Neues in Windows Server 2016, speziell auf Hyper-V und Storage bezogen. Wir haben da eine knappe Stunde Zeit, um Ihnen da einige Erneuerungen zu zeigen zu diesem Thema. Selbstverständlich hat nicht alles Platz, da werden wir gewisse Sachen nur kurz anschneiden oder gar nicht darüber diskutieren. Aber wir haben einige spannende Themen hier rausgenommen. Gut, wenn wir uns die Entwicklung hier ansehen, was genau passiert ist im Virtualisierungsbereich jetzt im Microsoft Stack, dann sehen wir, dass wir eigentlich das erste Mal ernstzunehmend eine Lösung hatten mit Windows Server 2008 R2. Es gab auch Hyper-V schon in 2008, aber mit 2008 R2 haben wir eigentlich so die Basisfunktionen bekommen, eine kluge Clustering-Lösung und so weiter. Mit Windows Server 2012 wurde dann ein spezieller Fokus auf Scale und Performance gelegt, um möglichst alle möglichen Applikationen zu virtualisieren, also auch große SQL-Server und so weiter, alle Applikationen, die viel Performance benötigen. Dasselbe wurde dann etwas mit R2 auch noch ausgebaut, kamen neue Features dazu, Verbesserungen, vor allem im Bereich Network und Storage Stack wurde da viel investiert. Ich schneide da ein Thema an, zum Beispiel SMB Direct oder RDMA für schnelle Datenübertragung zu Storage oder auch Live Migration Traffic. Wenn wir jetzt etwas schauen, was mit Windows Server 2016, Hyper-V und System Center 2016 passieren wird, ist die Infrastruktur oder das ganze Management der Infrastruktur wird nochmal deutlich verbessert. Es gibt momentan viele Verbesserungen im Bereich Hyper-V, die mit Management zu tun haben oder die auch unseren Aufwand für die Administration von Hyper-V-Virtualisierungsumgebungen verbessert. Aber lassen Sie mir kurz einen Überblick geben. Die nächsten Slides zeigen etwas, was so passieren wird. Als erstes eine kleine Übersicht über Compute, sprich Hyper-V und Windows Server. Was da alles passiert. Sie sehen es, großer Fokus wieder hier im Bereich auch für Linux-Virtualisierung. Ich höre immer noch von vielen Kunden etc., dass Linux vielleicht nicht optimal auf Hyper-V laufen soll und so weiter, aber das Ganze ist mehr oder weniger nur ein Mythos. Microsoft hat sehr viel im Bereich Linux auf Hyper-V investiert und entsprechend ist Linux nicht mehr irgendwie ein zweitklassiger Gast auf Hyper-V, sondern wirklich eine Lösung, die da ernstzunehmend gebraucht werden kann. Andere Dinge, die wir haben, sind Improvements in Sachen Live Migration, Storage QoS und so weiter. Wir haben auch noch andere Features, wie zum Beispiel das Hot Add und Remove von Virtual NICs und andere Dinge, die wir noch darüber sprechen werden, ist zum Beispiel die Möglichkeit von Rolling Cluster Updates oder die Möglichkeit, Windows Server 2012 R2 Cluster sehr, sehr einfach und ohne zusätzliche Hardware auf Windows Server 2016 Cluster abzugraden. Im Bereich Networking, auch da der große Fokus und die großen Würfe, die eigentlich aus den Learnings von Microsoft Azure kommen. Wir haben da zum einen verbesserte Storage Traffic, wir haben da die Ausbau oder zahlreiche neue Features für SMB, RDMA Features und wir haben einen komplett neuen oder erneuerten Software-Defined Networking Stack im Bereich Netzwerkvirtualisierung. Microsoft announced an der Ignite
die Möglichkeit, nicht mehr nur NVGRE als Netzwerk-Virtualisierungsmöglichkeit zu nutzen, sondern auch VXLAN. Somit wird Windows Server 2016 wird per Default auch VXLAN supporten. Wir haben dann noch zusätzliche Möglichkeiten, wenn wir in den ganzen Networking-Stack gehen. Wir haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel eine Distributed Firewall oder Software Load Balancer innerhalb von diesem Netzwerk-Virtualisierungs-Stack zu nutzen. Und wie könnte es anders sein? Auch im Bereich Storage wurde wieder heftig investiert. Microsoft hat mit Windows Server 2012 zum ersten Mal Storage Spaces gezeigt, welches ermöglicht eigentlich eine eigene Storage-Lösung oder Enterprise-Storage-Lösung zu bauen mit Windows Server. Mit dem Release von 2016 kommt eine neue Möglichkeit hinzu, die heißt Storage Spaces Direct, auf die wir später noch etwas mehr erfahren werden, was da möglich ist. Und auch ein weiteres Feature, das wir sicher genauer anschauen werden, ist Storage Replica, die Möglichkeit, Storage oder Volumes von einem Standort oder von einem Server oder von einem Cluster auf ein anderes zu replizieren. Und was zum ersten Mal in der Microsoft-Welt aufgetaucht ist oder was zum ersten Mal wirklich auf solchen Slides kommt, ist Data Center Security oder Bereich Security. Microsoft oder auch andere Hersteller und was ich bei Kunden beobachten kann, ist so, dass das Data Center Security immer noch sehr, sehr stiefmütterlich gehandhabt wird. Das heißt, ich kann sehen, viele Kunden ist Security nicht, ist zwar wichtig, aber wird gar nicht so praktiziert. Einfach weil es sehr, sehr komplex ist, sehr wenig Möglichkeiten gibt und man eigentlich nicht wahnsinnig viel machen kann im Moment oder beziehungsweise einfach, es ist zu schwierig, wirkliche Security-Mechanismen ohne gutes Vorwissen hier ins Data Center einzubauen. Microsoft hat mit dem Release von Windows Server 2016, wie aber auch mit dem Release von Windows 10, zahlreiche neue Security-Features vorgestellt. Ich denke da zum Beispiel im Windows 10 Release ein Feature namens Device Guard oder Dynamic Access Control, welches verbessert wurde und so weiter. Im Server- und Datacenter-Bereich haben wir auch ziemlich viele neue interessante Features bekommen. Zum einen haben wir Just-in-Time-Administration und Just-Enough-Administration, welche vor allem auf PowerShell bezogen sind und natürlich auch auf andere Dinge. Man muss sich das so vorstellen, dass meine Default-Server-Administratoren nicht standardmäßig auf allen Systemen Admin-Rechte haben, weil sie das auch nicht benötigen. Wenn ich jetzt ein Administrator bin, der jetzt zufälligerweise etwas an Exchange arbeiten muss, dann muss ich die Administratorenrechte für Exchange beispielsweise zuerst requesten und die bekomme ich dann für zum Beispiel eine bestimmte Zeit zugewiesen, damit ich meinen Administrationstask erledigen kann, aber nicht mehr Rechte habe. Die nächsten Feature, die wir haben, sind vor allem im Virtual Machine Bereich. Shielded VMs ist ein großes Stichwort im ganzen Bereich, was wir auch später etwas noch anschauen werden. Gut, kommen wir jetzt nun etwas zu detaillierten Erneuerungen. Zuerst Hyper-V. Es gibt eine riesen Anzahl von neuen Features in Hyper-V 2016 und es reicht uns in dieser Zeit einfach nicht, alle Features zu zeigen. Darum haben wir gewisse rausgepickt, die interessant sind. Und hier noch eine kurze Liste von Features, welche wir jetzt nicht genauer anschauen, aber auch sehr, sehr interessant. Das eine ist Cluster Rolling Upgrades, die Möglichkeit, bestehende Cluster einfach abzugraden. Online Resize von Memory, wir können jetzt Memory im laufenden Betrieb von Virtual Machine hinzufügen und wieder wegnehmen. Wir haben die Möglichkeit, Netzwerkkarten im laufenden Betrieb hinzuzufügen und sie wieder zu entfernen. Und wie gesagt, wir haben eine riesen Erneuerung mit dem ganzen Software-Defined Networking Stack, mit dem Network Controller, Software Load Balancing und so weiter. Wir haben auch zahlreiche Verbesserungen im Bereich Shared VHDX-Files, die man jetzt auch backuppen kann von außerhalb des Guests. Und wir haben auch zahlreiche Features im Bereich Hyper-V-Manager, welche auch nicht designmäßig im Moment verbessert wurde, aber featuremäßig da wurde viel gemacht. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass alle Features, die jetzt zurzeit bekannt sind, das Produkt ist noch nicht Feature Complete. Das heißt, es können noch bis zum Release im Jahr 2016 weitere Features hinzukommen. Das heißt, wir sind da noch lange nicht fertig. Wir dürften noch die ein oder andere Überraschung bewahren. Was ich mir aber genau anschauen möchte, oder worüber ich genau reden möchte, ist Security
und PowerShell, ein Feature namens PowerShell Direct. Kommen wir zuerst zu Security. Wenn wir uns Hyper-V oder Virtualisierungsumgebungen im Allgemeinen angeschaut haben, haben wir eigentlich als Provider oder als Betriebsteam eigentlich immer dafür gesorgt, uns vor dem Kunden zu schützen. Das heißt, wir haben geschaut, dass ein Kunde nicht auf unsere Infrastruktur zugreifen kann, dass er nicht alle Ressourcen an sich reißen kann und so weiter und so fort. Das war eigentlich bis jetzt so das große Ziel. Nun, mit der ganzen Cloud-Entwicklung müssen wir das Ganze vielleicht etwas umdrehen. Und zwar müssen wir hier vielleicht auch, wenn wir das aus Kundensicht anschauen, dann gebe ich meine virtuelle Maschine beispielsweise der IT oder einem Service Provider, und der IT-Administrator in den meisten Fällen kann damit machen, was er möchte. Er kann die VM nicht nur laufen lassen, er hat auch kompletten Zugriff auf die Daten innerhalb dieser VM. Er kann die VM exportieren, kann die öffnen, kann Daten rauskopieren und so weiter. Und ich als Schweizer und die Schweizer und das Thema mit den Schweizer Banken in den letzten Jahren bin da etwas gebrandmarkt und kann natürlich da auch gewisse Angst nachvollziehen, dass da zum Beispiel IT-Leute Daten entwenden können. Nun, Microsoft hat ein neues Feature vorgestellt oder mehrere neue Features, die uns ermöglichen, im Bereich Security etwas zu machen. Das Ganze findet man eigentlich, wenn man davon redet, im Term Virtual oder Shielded VMs. Ist aber eigentlich eine ganze Reihe von Features, zum Beispiel Virtual Secure Mode, den Host Guardian Service und Shielded VMs an sich. Nun, diese Features zusammen ermöglichen uns eigentlich, virtuelle Maschinen so zu schützen, dass sie nur auf trusteden Hosts laufen und entsprechend auch verschlüsselt werden können. Das heißt, ich kann jetzt virtuelle Maschinen mit BitLocker verschlüsseln, so dass der IT-Administrator grundsätzlich die VM nicht einfach kopieren und öffnen kann und entsprechend Daten rauskopieren kann, sondern die VM läuft nur auf den trusteden Hosts. Dazu gibt es zwei Szenarien. Eine funktioniert mit Basis von Active Directory und eine funktioniert mit Basis von TPM-Chips in physikalischen Servern. Das heißt, ich brauche einen Server mit TPM 2.0 oder höher, um dieses Feature dann zu nutzen, oder wie gesagt, eine Active Directory Infrastruktur, die wahrscheinlich zuerst in den meisten Service Provider Einzug halten wird. Wir haben da den Host Guardian Service, der kontrolliert grundsätzlich, sind das Trusted Hosts, auf denen die VMs laufen, wenn ja, gibt sie frei. Sobald ein Host beispielsweise da nicht mehr trusted ist, kann die VM da nicht mehr gestartet werden. Gut, das zum Thema hier Shielded VMs. Man sieht hier nochmal das Beispiel, das Design-Szenario mit physikalischem TPM-Chip und das Szenario ohne physikalischen TPM-Chip. Wichtig auch hier, dafür braucht es Generation 2 Virtual Machines, das würde dann heißen 2012 VMs und höher. Und es gibt eine Möglichkeit, Generation 2 VMs in Shielded VMs zu konvertieren, sodass bestehende VMs entsprechend geschützt werden können. Gut. Das zum Thema Security. Eine weitere Neuerung, die wir haben hier, ist die VM Configuration Files. Damit man etwas mehr Scale hinbekommt im ganzen VM-Bereich, hat man die Configuration Files von XML-Files zu einem binären Format gewechselt, namens VMCX und VMRS-Files, welche entsprechend die Performance der ganzen VM-Handling entsprechend erhöht. Man muss sich vorstellen, wenn ich 20, 30 VMs entsprechend habe, diese XML-Files, dann ist das performance-technisch kein Problem. Wenn ich aber natürlich tausende VMs in meiner Umgebung laufen lassen sollte, dann ist XML einfach nicht mehr das richtige Format, um diese Konfigurationen abzuspeichern. Und damit gibt es ein neues Binärformat. Was auch sehr wichtig ist, ich kann dieses Format natürlich nicht mehr editieren. Ich kann entsprechend nicht mehr einfach das XML-File öffnen und da gewisse Konfigurationsänderungen machen, was ich eh nicht hätte tun sollen, weil es entsprechend nicht supported war. Alle Changes an der VM-Konfiguration sollte über Hyper-V-Manager, WMI oder PowerShell basiert sein oder entsprechende Fremdprodukte. Gut, ein nächstes cooles Feature, das vorgestellt wurde, ist Production Checkpoints. Und Production Checkpoints
oder jeder kennt das Problem allgemein mit Checkpoints oder VM-Snapshots. Wir haben eigentlich zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wenn ich ein Checkpoint mache, die virtuelle Disk einfach mit den Changes weiterwächst. Das heißt, ich habe das normale VHDX-File und ich habe ein AVHDX-File, welches entsprechend die Changes oder dieser Snapshot oder alle Changes nach diesem Snapshot beinhaltet. Und dieses wächst einfach weiter, egal wie groß die Disk werden kann. Somit kann irgendwann mal der Platz auf der Disk ein Problem werden. Das zweite Problem, was wir hatten, ist, wenn wir einen VM, den Checkpoint, zurückholten, haben wir entsprechend einen Stand, dass der alt war und der nicht mehr mit dem jetzigen Umgebung kompatibel war. Somit war das auch ein Problem, welches dann gelöst werden musste, um damit eine Kompatibilität mit Applikationen, beispielsweise SQL Server oder Active Directory, damit diese Systeme wissen, sie sind von einem Checkpoint zurückgeholt worden. Und mit Production Checkpoints ist dies nun möglich. Das Produkt erkennt automatisch oder die VM erkennt automatisch, dass sie aus einem alten Zustand ist und entsprechend denkt sie, sie kommt aus einem restorten Backup und holt sich die neuen Informationen. Gut. Denn das Feature, was ich Ihnen speziell nahelegen möchte, ist PowerShell Direct. PowerShell Direct ermöglicht uns, PowerShell Commandlets innerhalb einer virtuellen Maschine auszuführen, ohne dass wir netzwerktechnisch Zugriff auf die virtuelle Maschine haben. Das funktioniert über diesen VM-Bus. Das heißt, sobald wir Access haben auf den Hyper-V-Host, können wir Scripts oder Commandlets innerhalb von VMs ausführen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn die VM zum Beispiel in einem virtuellen Netz ist, auf das wir keinen Zugriff haben, aber wir müssen eine administrative Arbeit erledigen. Wir brauchen natürlich immer noch die Credentials, um uns in dieser VM einzuloggen, um diese Sachen zu machen. Wir haben dann auch noch ein Feature, Network Adapter Identification. Wenn eine virtuelle Maschine mehrere Netzwerkkarten hatte, war es relativ schwierig zu erkennen, welche Netzwerkkarte gehört zu welchen Netzwerkkarte oder welche Netzwerkkarte ist an welches virtuelle Netz connected. Nun, mit diesem PowerShell-Commandlet habe ich die Möglichkeit, der virtuellen Netzwerkkarte einen Namen zu definieren und ich kann dann innerhalb der Properties dieser virtuellen Netzwerkkarte, innerhalb der VM, diesen Namen wiederfinden und weiß dann entsprechend, wo diese Netzwerkkarte connected ist. Das hilft vor allem bei Automation oder Scripting innerhalb der virtuellen Maschinen. Wenn Sie das Feature zum Beispiel auf physikalischer Seite nutzen möchten, gibt es auch eine Möglichkeit, das heißt Consistent Device Naming. Das kennen wir seit Windows Server 2012 und ermöglicht uns da auf der physischen Seite Netzwerkkarten zu erkennen. Gut. Wir haben Verbesserungen im RDFS-Filesystem, da möchte ich dann später noch darauf zurückkommen. Und wie erwähnt, Rolling Cluster Upgrades, die uns ermöglichen, einen Mixed Cluster zu haben. Hier ist ein Beispiel. Wir haben heute einen Hyper-V-Cluster mit Windows Server 2012 R2 und wir haben die Möglichkeit nun, gewisse Hosts aus dem Cluster rauszunehmen, mit einer neuen Version neu zu installieren, also mit Windows Server 2016 neu zu installieren, diese wieder in den Cluster zu joinen, diese VMs können gemoved werden und dann kann Stück für Stück jede einzelne Node kann upgegradet werden. Und danach ist der ganze Windows Cluster auf Windows Server 2016. Was ich jetzt noch tun muss, um die neuen Features zu nutzen, ist entsprechend den Cluster Functional Level hochzustufen auf Windows Server 2016. Man muss sich das so vorstellen, wie die Levels entsprechend in Active Directory, die wir schon seit längerer Zeit kennen. Die Idee hier ist nicht, dass ich längerfristig Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2016 Nodes in demselben Cluster habe, sondern das ist eigentlich ein Feature, welches wir eigentlich nur für die Upgrade-Szenarien nutzen möchten. Das heißt, theoretisch im Mixed Mode für einen Cluster sollte nicht länger als einen Monat sein. Es sollte eigentlich jedem möglich sein, innerhalb einem Monat den entsprechenden Cluster wirklich auf Windows 2016 abzugraden. Gut. Wechseln wir kurz das Thema. Ich hoffe, dass dieser Schnelldurchgang durch diese Features in Hyper-V war nicht allzu schnell. Es gibt noch tausend andere, aber das waren so kurz die wichtig sind. Im Bereich Storage möchte ich kurz zeigen, was wir mit 2012 R2 hatten, beziehungsweise 2012. Storage Spaces
In Windows Server 2012 R2 war es so, dass wir grundsätzlich einen Shared JBOD nutzen mussten, mit zum Beispiel zwei oder mehr Storage Nodes, die connected sind mit über Shared SAS. Das heißt, ich habe den SAS-Bus direkt an diesen Servern dran, diesen Storage Nodes. Ich sehe dann auf allen Storage Nodes alle Disks, die in diesem Shared JBOD drin sind. Ich kann die dann zu einem Storage Pool hinzufügen. Auf diesem Storage Pool mache ich sogenannte Storage Spaces oder virtuelle Disks. Und diese kann ich dann als Cluster Shared Volume bzw. Scale Out als File Shares den Hyper-V-Servern zur Verfügung stellen. Das war so dieser Wurf, den wir da hatten. Und wenn wir das Ganze anschauen, wir hatten dann die Möglichkeit zum Beispiel auch SSDs und Harddisks zu mischen. Wir hatten die Möglichkeit von Caching-Features und so weiter, so wie es auch teure Enterprise-Storage-Systeme machen. Wenn man ein Storage-System eigentlich vergleicht mit Windows Storage Spaces, ist es schlussendlich nichts anderes. Einfach, dass man da halt bei Storage-Herstellern eigentlich eine Blackbox hatte, die das Ganze macht. In jedem Fall war Storage Spaces, brauchte man, wenn man das hochverfügbare deployen wollte, eine Shared Storage Lösung, das heißt Shared SAS. Und das war natürlich nicht immer einfach zu bekommen, beziehungsweise es gab da auch Probleme damit, dass es nicht genügend Hersteller gab, etc. Und viele Hersteller gehen jetzt ein neues Verfahren und es gibt ein sogenanntes neues Feature, heißt Storage Spaces Direct. In Storage Spaces Direct brauchen wir diese Shared SAS-Lösung nicht mehr. Das heißt, jeder Server kann seine Local Disks für dieses Storage Space Feature nutzen. Das heißt, ich kaufe mir vier oder mehr Server für mein Storage Spaces Szenario, füge denen Disks hinzu, jedem zum Beispiel 16 physikalische Disks und ich connecte die dann ans Netzwerk. Ich brauche dazu diesen Storage Bus oder Software Storage Bus, das ist eigentlich nichts anderes als ein sehr, sehr schnelles Netzwerk, das heißt RDMA 10 GB oder höher, also 40 Gig wäre zum Beispiel eine gute Wahl hier zwischen den Storage Nodes, damit die entsprechend die Writes über diese oder die Blöcke über diese Storage Nodes verteilen können. Doch danach eigentlich ist es relativ einfach. Ich sehe wieder alle Disks, die in diesem Fall vier Servern drin sind oder in diesen vier Storage Nodes und ich kann diese zu einem Pool zusammenfassen. Und auf diesem Pool kann ich dann wieder Storage Spaces oder virtuelle Disks deployen, Cluster Shared Volumes machen und dann wieder File Shares deployen. Genau gleich, wie ich es entsprechend auch schon mit der alten Storage Spaces Lösung oder der Shared SAS Lösung tun konnte. Wie gesagt, der einzige Unterschied hier eigentlich, dass ich Local Disk verwende und nicht mehr Shared SAS Disk. Das ermöglicht uns natürlich neue Disk Types zu verwenden, beispielsweise auch jetzt SATA Drives. Und nicht nur Nearline SAS Disks zum Beispiel. Ich kann da auch NVMe SSDs verwenden, was auch sehr neu ist, was zum Beispiel über PCI-Bus verwendet werden kann und und. Also ich komme hier zu verschiedenen neuen Möglichkeiten. Und ich habe auch zwei Szenarien, wie ich das einsetzen kann. Ich kann beispielsweise diese wieder als Scale-Out-File-Server deployen, das wäre dann dieses Converged-Szenario, wo ich entsprechend, wie ich vorhin gesagt habe, virtuelle Disks erstelle, virtuell und dann File-Shares erstelle, sodass die Hyper-V-Server darauf zugreifen können. Die andere Möglichkeit ist dieses Hyper-Converged-Szenario. Und in diesem Hyper-Converged-Szenario nutze ich die Storage-Nodes auch gleichzeitig als Hyper-V-Nodes. In diesem Falle, wenn ich mehr virtuelle Maschinen brauche, ich brauche mehr Storage, mehr RAM, mehr CPU-Leistung, kaufe ich einfach einen weiteren Node und füge den hinzu. Das heißt, ich kann wirklich meine virtuellen Maschinen auf denselben Host laufen lassen wie mein Storage, was mir natürlich etwas größere Flexibilität gibt in Sachen oder im Bereich Scaling. Hat natürlich auch gewisse Nachteile, beispielsweise im Bereich Data Center, im Serverbereich, Storage und CPUs und RAM zum Beispiel skalieren nicht immer gleich. Das heißt, das heißt nicht unbedingt, dass ich mehr Storage brauche, wenn ich mehr virtuelle Maschinen brauche. Es kann auch sein, dass ich nur mehr Memory brauche. In dem Fall wäre die Converged-Lösung wahrscheinlich wesentlich besser geeignet. Jetzt kann es aber sein, dass ich ein Szenario habe, wie zum Beispiel VDI.
in denen ich genau weiß, wenn ich 10 neue virtuelle Maschinen brauche, brauche ich genau so und so viel Storage mehr und ich brauche auch so und so viel CPUs mehr und so viel RAM mehr. Und es skaliert relativ einheitlich und linear. Und in dem Fall wäre zum Beispiel die Hyper-Converged-Lösung eine super Sache. Gut. Das nächste Storage-Feature, das ist somit das letzte Feature, über das ich heute noch reden möchte, bevor dann Max wieder übernimmt, ist Storage Replica. Was wir bis jetzt hatten mit Storage Spaces oder den Storage Features in Windows Server, war eigentlich alles, was das Herz begehrt, alles, was Enterprise Storage liefern konnte. Mit einer Ausnahme, und das war das Replizieren von Storage von einem Standort zum Beispiel auf einen anderen oder von einem Storage auf ein anderes Storage. Das mussten wir zum Beispiel mit auf den Application-Ebene lösen. Ich denke dabei an SQL Server Always On oder beispielsweise mit Hyper-V Replica. So, ich hatte Möglichkeiten, dies zu tun, aber nicht auf Storage-Ebene. Und ein Feature, was Microsoft vorstellt mit Windows Server 2016, ist Storage Replica. Und Storage Replica ermöglicht mir eigentlich auf Volume-Ebene Volumes zu replizieren. Das heißt, es passiert nicht auf File-Ebene natürlich die Replikation, es bleibt auf Block-Ebene, aber um es zu erklären, ist grundsätzlich kann ich dieses Volume, kann ich ein Volume nehmen und dieses auf einen anderen Host oder Cluster replizieren. Das erste Szenario, was ich kurz zeigen möchte, wäre zum Beispiel ein Stretch-Cluster über mehrere Sites. Ich habe hier beispielsweise Cluster Node 1 und 2 sind im ersten DC Manhattan und Node 3 und 4 in New Jersey. Ich habe dazwischen kein Storage Link in dem Sinne, also ich habe da zwei verschiedene Storage Lösungen. Ich kann dann zum Beispiel ein CSV, ein Cluster Shared Volume, synchron replizieren und kann es auf beiden Seiten nutzen, beziehungsweise auf einer Seite ist es aktiv, auf der anderen ist es offline. Und sobald aber ein Failover passieren sollte, geht dieses Volume automatisch auf der Seite online, die noch in Betrieb ist. Das heißt, im Stretch-Cluster-Verfahren sehr, sehr einfach zu handhaben und kostet mich eigentlich im Verhältnis zu anderen Lösungen relativ viel. Zuvor muss ich immer entsprechende Storage-Lösungen kaufen, von Hardware herstellen, um dies zu machen. Mit Windows Server 2016 kann ich das tun. Das andere Feature ist das Szenario auch hier wieder, zwei Data Centers mit zwei, diesmal in dem Fall mit zwei unterschiedlichen Hyper-V-Clustern. Ich habe nun hier die Möglichkeit, ein Volume zu nehmen und dies in einen anderen Cluster zu replizieren. Auch hier kann ich wieder wählen, synchron oder in dem Fall hier kann ich jetzt wählen, synchron oder asynchron. Zuvor musste ich natürlich synchrone Replikation haben. Hier kann ich wählen, synchron ist natürlich wesentlich größerer Impact auf Performance-Ebene, da dieser Block zuerst auf beiden Seiten geschrieben werden muss. Bei asynchron ist der Storage-Impact nicht so groß, weil es schon weitergeht, sobald der Block auf der primären Seite geschrieben wird. Gerade wenn die Strecke etwas größer ist, ist dann vielleicht sinnvoll, auf asynchrone Replikation zu wechseln. Ein anderes Feature, oder wie es auch verwendet werden kann, wäre zum Beispiel Server zu Server. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ich habe hier einen Server, ich habe ein Datenlaufwerk oder ein Datenvolumen, das ich gerne auf einen anderen Server gespiegelt haben möchte. Auch das ein sehr einfaches Szenario mit dem neuen Storage Replica Feature. Und zwar kann ich einfach Laufwerk D beispielsweise sagen, repliziere mir das auf Server 2 und das kann es auch asynchron oder synchron machen. Und entsprechend kann ich dann im Falle eines Failovers kann ich dies so nutzen. Ich denke auch hier ist es wichtig zu sagen, auch das kann ich auch innerhalb von einem Data Center nutzen. Ich muss da nicht zwingend zwei unterschiedliche Datacenter haben, aber es macht natürlich dann vor allem Sinn, wenn ich zwei unterschiedliche Datacenter habe. Und das letzte, was ich noch zeigen möchte, ist Server to itself. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ein Volume auf einem eigenen Server zu replizieren. Nun, warum sollte ich das tun? Ganz einfach, wenn ich eine große Menge an Daten habe, ich rede hier vielleicht von x Terabyte an Daten, dann möchte ich diese vielleicht zum Beispiel nicht über ein Kabel oder über das Internet an einen zweiten Standort senden, sondern ich möchte vielleicht da eine Kopie auf Disk machen, die Disks physikalisch ins andere Datacenter bringen und dort wieder in Betrieb nehmen.
Und mit dem Solid State Replica kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte Laufwerk D auf meinem Server spiegeln auf Laufwerk X beispielsweise, und ich kann mir dann eine Kopie machen und kann dann die Disks, die hinter Laufwerk X stecken, eigentlich aus dem Server wieder rausnehmen, kann die auf die andere Seite bringen, da in einen anderen Server einbauen, und ich habe eine Kopie der Daten am zweiten Standort. Gut. Quick Recap, wie gesagt, alles sehr, sehr schnell, im Schnelldurchlauf. Wir haben zahlreiche neue Hyper-V-Features, welche zum Beispiel, möchte ich da sagen, Shielded VMs, die ganze Security-Stuff, welches da drin ist, viele Verbesserungen im Bereich Operations, wie zum Beispiel Online-Memory Resize, Hot-Add von virtuellen Netzwerkkarten und so weiter. Wir haben auch sehr viele Verbesserungen im Bereich Networking, ganze Software-Defined Networking Stack mit dem Network Controller und so weiter. Wir haben Verbesserungen im Bereich Management, und wir haben auch viel im Bereich Storage gesehen, wie gesagt, Storage Replica und Storage Spaces Direct. Nun, was Sie mehr dazu wissen möchten, wie gesagt, das Ganze war sehr kurz. Max wird gleich übernehmen und wird noch etwas zur Starwinds-Lösung erzählen, wie sich das perfekt in diese Windows Server 2016-Lösung integrieren lässt. Dann können Sie sonst auf meinem Blog weiteres nachlesen. Da gibt es einen Blogpost über die neuen Features. Da sind zahlreiche Features, über die wir heute nicht gesprochen haben, auch notiert. So, und damit möchte ich das Wort an Max übergeben. Und so, Thomas, vielen Dank für eine exzellente Präsentation. Und wie gesagt, schauen Sie mal ein bisschen über eine komplementäre Solution für Windows Server 2016. Und nun, wie Sie schon gelernt haben, bietet Windows Server 2016 wirklich tolle Features im Vergleich zur vorherigen Version. Es gibt aber ein Ding, was ich mit Ihnen mitteilen will, die Ihnen beim Betriebnahme von Ihrem Hyper-V-Virtualisationsinfrastruktur helfen kann. Und mit Storage Spaces Direct machte Windows einen riesigen Schritt vorwärts Richtung Hyper-Converged-Architektur, und ich finde das wirklich toll, das ist hervorragend. Endlich, würde ich sagen. Und gibt es aber zielreiche Firmen, die werden nicht in der Lage sein, diese neuen Möglichkeiten zu genießen oder werden diese vermeiden. Und die Sache liegt daran, dass Storage Spaces Direct braucht mindestens 4 Server, um eine hochverfügbare Infrastruktur zu schaffen. Und weil für große Firmen ist das wirklich leicht und bemerkbar, aber heutzutage, Hyper-V ist sehr beliebt bei SMB, für denn 4 Servers ist schon manchmal einfach zu viel. Und ja, beim VMware vSAN 3 Server man benötigt, das ist nicht etwas, ein SMB schaffen kann. Und jetzt die Hoffnung auf Microsoft wird zerbrochen durch mindestens 4 Server-Notwendigkeit für eine hochverfügbare Architektur. Also, was könnte uns unser Losung hier, wie kann es helfen? Und wir hier im Starwind arbeiten schon längst an einer Hyperconverged Storage Architektur für Hyper-V, VMware und andere Hypervisors. Und unser erster Produkt, Nativ Sun, wurde in 2011 erschöpft, und da hatten Microsoft und VMware noch nichts aus Hyperconverged Sache einen Trend gemacht. Und demzeit mit Windows 2008 A2 hat Starwind schon Hyperconverged hochverfügbare Storage geschafft. Und jetzt heißt unser Produkt Starwind Virtual Sun. Und die Idee ist sehr einfach. Sie greifen 2 Servers, ihre lokale Festplatten, und spiegeln die zwischen Servers. Und dabei präsentieren sie diesen Speicher als hochverfügbare Storage für ihre virtuellen Maschinen und Applikationen. Und dafür brauchen Sie kein kostbares Hardware, sondern keine Fiber Channel Switches, und HBA sind auch nicht nötig.
und dort zwei konventionelle Servers und traditionelle Netzwerkkarten für Speichernetzwerk. Und auch brauchen Sie keine dedizierte VSA-VMs wie mit Linux-Storage-Lösungen. Im Gegenteil, Starven Virtual Sun wird direkt auf Windows installiert. Das ist eine nativ Windows-Umgebung. Und wie gesagt, brauchen Sie nur zwei Server und deswegen Hardware-Spur ist minimal und keine Storage-Switches werden gebraucht hier. Also wir können die Netzwerkkarten zwischen die Server direkt verbinden und kein dedizierter Storage-Switch ist nötig. Und das können auch 1 Gigabit-Karten sein oder 10 Gigabit-Karten, also Performance kann ausgezeichnet sein. Leistung hier ist maximal, weil Ihre virtuelle Maschinen und Anwendungen können direkt an Storage angehen und langsame Netzwerkverbindung wird nicht benutzt. Und dazu noch können Sie leicht diese Leistung Ihrer Cluster vergrößern, damit dass Sie weitere Compute-Noten einfügen für mehr Compute-Kapazität oder auch Starven-Noten und damit auch Compute- und Speichermöglichkeiten vergrößern, wie Sie sehen auf dem Bildschirm jetzt. Also Lösung ist skalierbar von 2 Knoten und bis zu 64 Knoten ohne Downtime und das kann man jederzeit machen. Natürlich ist das weit nicht alles, was Starven von den Funktionalität vorschlägt. In Addierung zu allem, was vorher schon gesagt wurde, ist Starven ein VM-centric Storage. Und dank der intelligenten Kombinierung von RAM, Flash und Hochkapazität NLSAs oder SATA-Festplatten schafft Starven eine Leistung, die von All-Flash-SAN-Leistung nicht zu unterscheiden ist. Und das machen wir, durch dass wir viele kleine Random Writes in eine große sequentielle Datenblock einordnen und nur dann auf Disk schreiben. Und damit eliminieren wir den sogenannten IO-Blender-Effekt. Und diese Technologie ist auch bekannt von NetApp und Nimble als NetApp Waffle oder Nimble Castle. Aber Starven bietet dieselbe Technologie, aber ohne proprietäre Hardware, nur als Storage-Software für Ihre Hyper-V-Umgebung. Und weiterhin kombiniert Starven diese Technologie mit Inline-Deduplikation, das die Effizienz für Ihr System zum Spitze bringt, weil mehrere Daten sind dann im RAM-Cache und Flash-Cache und alles arbeitet viel schneller als mit nur Festplatten. Und Starven bietet auch Fernseite oder Azure Replication, also die ist auch optimisiert für langsame WAN-Verbindungen und komprimiert die Daten, bevor eigentliche Replikationsvorgehen. Und natürlich haben wir auch Snapshots und Storage ist automatisch tiert zwischen RAM, Flash und Spindles. Also das ist auch ein Teil von Starven-Lösung. Und als Schlussfolge würde ich sagen, dass Starven eine volle Sammlung von Funktional für Ihren Hyper-V-Umgebung anbietet. Und dabei kriegen Sie alle Präferenzen von hochverfügbares Hyperconverged-Speicher ohne große Anfang-Investitionen zu machen oder ohne kostbare Hardware verwenden müssen. Und damit werde ich unsere Präsentation schließen und werde ich gerne Ihre Fragen beantworten. Also unser Q&A-Session. So, jetzt lese ich mal Ihre Fragen und werden wir eine nacheinander beantworten. Okay. So, viele Fragen an Starven. Hier, erste Frage von Michael. Was ist der Unterschied zu Plain Microsoft Storage Spaces? Also das war gefragt früher, wenn Thomas hat über Storage Spaces direkt
erzählt. Also Thomas, willst du mal einspringen? Ja, hallo. Ah, ja. Ja, also grundsätzlich auf Seite von Storage Spaces ist es in dem Sinne, wir machen das Ganze nicht auf Disk, wir machen das mit Storage Spaces auf Disk-Ebene. Das heißt, wir machen das nicht auf Volume-Ebene, beziehungsweise wie andere das machen, sondern auf physischer Disk-Ebene. So, wir bauen uns eigentlich unser Storage dann auf. Das heißt, wir fassen verschiedene physikalische Disks zu einem Pool zusammen und erstellen dann die virtuellen Disks auf diesem Pool. Und das ermöglicht uns natürlich, mal die Basis zu schaffen. Wenn ich da mit Software, was ich mit Software dann löse, ist beispielsweise auf diesen virtuellen Disks diese dann nochmals zu replizieren, zum Beispiel. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar, wie das rübergekommen ist. Also es geht wirklich dieser Layer zwischen der physikalischen Disk und dem Software-Stack. Das ist da, wo Storage Spaces ansetzt. Und ist natürlich dann wirklich, Storage Spaces funktioniert in dem Sinne in Production nur mit physikalischen Disks, welche ich dann zusammenfasse. Ja, danke. Und will ich auch dazu sagen, dass Plain Microsoft Storage Spaces und Storage Spaces Direct, also mit Storage Spaces Plain haben Sie keine Hyperconverged Architektur möglich und mit Storage Spaces Direct ist schon Hyperconverged möglich. Obwohl nur mit 4 Servers, aber schon keine Gboards und keine SAS-Switch-Infrastruktur und so weiter. Also ist es viel einfacher. Dann noch eine Frage. Ist Starvent eine Hyperconverged Solution? Ja, Starvent ist eine Hyperconverged Solution, aber unterstützen wir beide Szenarios. Sie können auch Compute und Storage separated machen. Zum Beispiel, Sie haben viele Blades in Ihrem Data Center und haben zwei große Server. Dann können Sie Starvent auf zwei große Server mit Festplatten installieren und Storage zu Ihrer Blade-Infrastruktur exportieren. Also das unterstützen wir auch. Noch eine Frage, Starvent. Ist Starvent webbasierend? Nee, Starvent ist installiert als Windows-Umgebung und hat eine zentralisierte Konsole, welche können Sie auf Ihrem Laptop öffnen und die ganze Infrastruktur von Ihrem Laptop ansehen und konfigurieren. Und noch eine Starvent-Frage. Gibt es Starvent als fertiges Hyperconverged-Produkt wie GridStore? Genau, wir haben ein fertiges Produkt. Starvent bietet ein Hyperconverged-Platform-Unit, der kommt wie präkonfigurierte Dell-Servers mit Hyper-V, Starvent, Five9 Manager und Veeam Backup. Das ist alles auf unserer Seite präkonfiguriert und dann schicken wir es zu unseren Kunden. Und diese Lösung ist verfügbar auf unserer Webseite bei Produkte Hyperconverged Platform. Also können Sie nach dem Webinar zu unserer Webseite gehen und mit dem Datasheet schon einen Server für Sie wählen. So, was haben wir hier noch? Was ist der Mehrwert von Starvent zu Hyper-V 2016? Also ich würde sagen, dass mit Hyper-V 2016 kann man nicht eine Hyperconverged Architektur mit nur 2 Server verwenden. Und gibt es keine Features, welche Starvent bietet mit virtual sein. Also kein VM-Centric File-System, kein distributierter RAM und SSD-Cache und auch ist es nicht möglich, gleichzeitig alle Snapshot-Steering und diese Technologie zusammen verwenden. Also mit mehreren Server ist es möglich, hoch verfügbar zu sein, aber mit kleinstem möglichem Serverspur können Sie diese Funktionalität ohne Starvent leider nicht erreichen. Also Starvent bleibt hier komplementär zu SMBs mit Hyper-V 2012 A2 und auch 2016 Umgebungen.
Okay, so, noch eine Frage hier. Thomas, ich glaube, das ist ein für Sie. Bleibt beim asynchronen Replika 30 Sekunden das Minimum? Beim synchronen Replika bremst es die aktive Maschine, wenn das Netz mit Synchronisieren nicht mitmacht. Also bei Hyper-V-Replika ist es ja so, dass die Zahl in Windows Server 2012 R2 von 30 Sekunden von 5 Minuten auf 30 Sekunden, auf 5 Sekunden und so runtergegangen ist. Das selbe ist, wir sind momentan bei Storage Replica, ich kann noch nichts sagen zu den Zahlen, schlichtweg. Es ist noch viel zu früh im Bereich vom Entwicklungsstadium hier etwas zu sagen. Aber wenn das wirklich ein Feedback ist, dann ganz, ganz wichtig, es gibt windowsserver.uservoice.com, wo Sie entsprechend der Microsoft-Produktgruppe Feedback zum Produkt geben können. Und falls es ein Problem ist, können Sie das eigentlich sofort so mitteilen. Das heißt, Sie können das so sagen und Ihre Wünsche eigentlich da anbringen. Und falls das ein Problem ist, müssen wir das genauer anschauen. Ich denke aber, man kann noch nichts Genaues sagen, was die Zahlen sein werden. Wir sind noch sehr, sehr früh im Entwicklungsprozess. Okay, und etwas, was ich vergessen habe. Jetzt gibt es auf dem Bildschirm unsere Telefonnummer für unsere deutsche Sales-Person. Also können Sie die Nummer anrufen und schon alle Fragen wegen Starbend, Lizenzierung und Preise anfragen. So, und zurück zu unseren Fragen. Es war noch eine Frage hier. Moment, wo war das? Welche Protokolle sind verfügbar im Starwind? NFS, SIPS, iSCSI und so weiter. Also wir unterstützen iSCSI und DMA wie für Direct Memory Access als zwei Hauptprotokolle für Speicher. Access und NFS und SMB3 ist auch möglich, aber Microsoft unterstützt noch nicht SMB3 oder Scale-Out File Server als Hyperconverged, also dafür brauchen sie zwei dedizierte Server. Und mit einer Hyperconverged Konfiguration mit Starwind können sie einfach mit Direct Memory Access gehen, also brauchen sie keine SMB3-Protokoll für höhere Leistung. Ja. Noch eine Frage. Kann man über Veeam Backup direkt Loon-Snapshots von Starwind Loons machen? Ja, das ist möglich. Veeam Backup macht die Backups direkt von Starwind hochverfügbare Loons und das ist beim Design so gemacht. Noch eine Frage. Mich interessiert Starwind im Zusammenhang von großen Hyper-V-Umgebungen. 100 zu 1000 Hosts. Was fällt Hyper-V dort? Also zurzeit Hyper-V fällt, weil er unterstützt nur 64 Knoten in einem Cluster. Ich weiß nicht, ob in 2016 das ist geändert, aber zurzeit ist das nur 64 Knoten. Ja, das ist richtig. Ja, im Moment sind es immer noch, also vier sind die gleichen Zahlen wie die mit Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 announced wurden. Es gab noch keine Änderungen im Bereich 2016, bzw. wurde noch nichts announced. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht noch etwas announced wird oder nicht, aber offiziell gibt es noch keine neuen Daten. Nun, man muss dazu sagen, wir haben auch einige größere Umgebungen, die wir betreuen und grundsätzlich funktioniert das auch sehr, sehr gut mit Hyper-V. Man baut dann halt einfach mehrere größere Cluster auf. Es lohnt sich sowieso, mehrere Cluster zu betreiben anstelle von einem riesigen Cluster, aber man ist da schon eigentlich gut aufgestellt mit sehr, sehr großen Umgebungen. Jo, danke Thomas. Und letzte Frage für heute. Kann man nach
nachträglich L2 Cache bei Starwind Images über die GUI hinzufügen. Zurzeit kann man nicht durch GUI machen, aber es gibt andere Möglichkeiten, um L2 Cache hinzufügen. Und ich glaube, in circa 3 oder 4 Monate wird es möglich sein. So, ich hoffe, haben wir alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, dann schicken wir eine Antwort via E-Mail nach dem Webinar. Und herzlichen Dank